Ja. Ja, oder? Ach, der ist wieder in der Schmiede, oder? Heiße Füße, heiße Füße, heiße Füße. Jetzt habe ich gerade gedacht, wieso habe ich eigentlich Schuhe an? Aber klar, ich habe ja dieses... Eigentlich müsste ich da auch die Schuhe ausblenden, ne? Beim Zierwerk fällt mir gerade so auf. Sieht aber komisch aus. Kurze Hosen. Wir sind bei euch. Wir halten Stand, bis der Kampf so oder so zu Ende ist, auch wenn es die Orks nach unserem Blut dürstet. Und dann werden wir das Tor schließen, wenn es sein muss. Sollte dies der Fall sein, dann wird eure Anwesenheit dennoch unsere Entschlossenheit stärken. Der Kampf um den Weg der Schmiedemeister ist auch wieder ein Scharmützel. Weil so ein bisschen wussten sie ja schon... das Nutzen, dass es da jetzt dann Scharmützel gab. Den machen wir auch wieder 55. Durch die Enthüllung Siegelbergs weiß Marsok, dass das Feuerherz gefunden wurde und macht sich auf, die Schmiede für sich zu erobern. Am Weg der Schmiedemeister müssen die Zwerge die Flut der Finsternis zurückhalten und das Feuerherz vor den Orks schützen. Mit eurer Hilfe sind wir zu allem bereit. Na, ich fürchte, euer Weg hierher ist umsonst gewesen, was? Gerade haben sie noch gesagt, die freuen sich, dass ich da bin. Da der Weg verschlossen ist, werden wir keine Probleme mit den Orks bekommen. Diese geistlosen Narren werden dieses Tor gewiss nicht öffnen können. Das Feuerherz ist... Moment, was ist das für ein Geräusch? Das kann nicht sein. Sie haben uns gefunden. Ich bitte euch, den Kampf zu beobachten und einzugreifen, wo Hilfe nötig ist. Außerdem solltet ihr... Ach ja, okay, hier gibt's auch die Banner und bla. Ja, ja, ich werde sie überhaupt nicht verwenden. Keine Sorge, ich lasse sie euch übrig. Jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder gucken. Feinde marschieren auf die nördliche Schmiede zu. Da müssen wir jetzt immer die Schmiede verteidigen und ab und zu wahrscheinlich dann auch hochgehen, ha? Das sieht nach nördlicher Schmiede aus. Irgendwo rumpelt's. Nee, das ist die Schmiede, die so rappelt, oder? Schwacher Hauptmann, die sehen auch schon sehr angeschlagen aus. Ja, das sind diese Gash. Die Feuerorks. Da sind sie durchgekommen, okay. Noch einer. Den hab ich gar nicht gesehen. Östliche Schmiede. Oh, die kommen aus einer anderen Tür. Ja, weil ja die Schmiede hier so sicher ist und seit ewigen Zeiten nicht entdeckt wurde und niemand von ihr weiß. Und jetzt gibt es plötzlich lauter Zugänge, die vielleicht den Orks bekannt waren, aber nicht den Zwergen. Boah, ein Troll. Ein Kretwig. Nicht Kretwig. Kokorok.
Wo geht denn der hin? Warum mache ich eigentlich nichts? Und guck nur dumm. Na endlich. Oder war das gerade wieder dieser ominöse Lag? Nee, ich glaube, es war einfach nur meine Dummheit. Die nördliche Schmiede. Dann müssen sie ja wieder hier rauskommen, oder? Ja. Ach komm, da steht doch einer. Greif an. Wahrscheinlich erst, wenn die sich alle aufgestapelt haben. Nee, es leckt. Es leckt mal wieder. Haben wir schon wieder 2 Uhr? Nö, noch nicht. Ich glaube, ich stelle mich mal hier hin. Okay, das war erst der erste Angriff. Blöde Rumrennerei hier. Da kommen doch noch mindestens 2. Das ist halt immer dann das Langweilige. Warten auf den nächsten Angriff. Irgendwie... Oh, jetzt kommen sie durch die andere Tür. Okay. Sie wollen es doch den Spielern nicht so einfach machen. Aber ich glaube, hier war vorhin nicht offen, oder? Weiß gar nicht. Lauter, Hallöchen. Mahlzeit ebenfalls. Du hast bestimmt schon Mittag gegessen. Ah, tatsächlich, hier ist gerade neu aufgegangen. Und ah ja, okay, man sieht es ja auch hier, ne? Das sind die Durchgänge. Nee, mein Magen ist noch komplett leer. Das soll ich dir glauben? Kein Wort glaube ich dir. Es sei denn, du bist gerade aufgestanden. Wäre ja auch möglich. Und die erste Amtshandlung, die du tust, ist den PC anmachen. Ja, bin erst um 12 aus dem Bett. Ah, okay. Dann glaube ich es dir doch. Wobei das ja auch schon vor 1,5 Stunden war. Boah, bitte nicht 4 Angriffe hier, aber wahrscheinlich 3 normale und 1 Hauptangriff wieder. Sonst lohnt sich's ja fast nicht. Oh, nördliche Schmiede. Das habe ich übersehen. Halte du hoch, Zwerg.
mich schon gewundert, warum da keiner kommt. Der Feind wird schwächer. Ja, dabei kocht er mich. Die Feuer der westlichen Schmiede sind erloschen. Entfacht sie mit Blasebälgen. Oh, interessantes Monster. Eine Flamme sticht empor. Aha, das erklärt die ganze Sache. Eisherz wurde besiegt. Eine Flamme namens Eisherz? Naja, wenn es ein Frostgrimmiger ist, ja. Beide Maschen erschienen auf die Plattform des OA. Lauf, das müsste ja dann oben sein, oder? Ja. Wo läuft er denn hin? Ach, da drüben. Muss jetzt aber doch schon noch irgendwie so ein richtig fetter Roll oder sowas kommen. So wie vorhin am Schluss noch. Ah ja, da steht sogar schon. Lag den letzten Angriff zurück. Ach, ich glaube, wir können hier stehen bleiben. Die kommen ja eh von hier. Hoffe ich. Nachher kämpft er so in meinem Rücken um seinen Tod. Um sein Leben. Und ich denke, wann kommen sie denn? Kräuterkundige sieht halt voll aggro. Aber sie kann sich wehren. Fällt nicht gleich um. So. Und jetzt? Wo guckst du hin? Es muss doch noch so ein Obermotz kommen, der wieder sagt: Hehe, ihr Zwerge, ihr habt keine Chance. Sadauk lässt einen gurgelnden Schrei ertönen, als er die Eingangshalle stürmt. Die Eingangshalle müsste ja hier sein. Ah, tatsächlich. Wo wir reden. Oh, hätte ich jetzt erst mit ihm reden sollen. Sehen wir gleich. Aber das ist ja eigentlich so ein Bonusgegner, ne? Mir gefällt das nicht. Hört ihr das Grollen jenseits der Eingangshalle? Kommt! Folgt mir! Besiegt Harna und seine Wärter. Spürt ihr die Erschütterungen? Es nähert sich etwas aus Süden. Der Feind bringt eine mächtige Waffe gegen uns ins Spiel.
Jetzt bin ich gespannt. Ein Steinschlag und ein donnerndes Gebrüll. Donnerndes Gebrüll. Gehen dem Erscheinen des Trolls Harna voraus. Machen wir mal den Trollhüter erstmal weg. Dann nerven die schon nicht mehr. Och, der ist ja bloß Signatur. Ich dachte, der wäre jetzt auch so Elite wie der andere. Es gibt wenig mehr, bei dem ihr helfen könntet. Möchtet ihr mit mir reisen? Ja, auf geht's. Wir haben gesiegt! Mögen unsere Feinde vor uns erzittern! Ich muss gestehen, dass ich nicht gedacht hätte, dass die Orks unseren Plan untergraben könnten. Es ist gut, dass ihr hier wart, als der Kampf verloren schien. Sonst wäre dies in der Tat ein trauriger Tag für die Zwerge geworden. Stattdessen haben wir den Sieg errungen. Das Feuerherz bleibt in unserer Hand und wir leben weiter, es zu verwenden. Nett. Okay, Vili verteidigt die 21. Halle. Scharmützeltime. Oh, und danach haben wir vielleicht auch Level Up. Wo ist denn der Vili? Steht der wieder da irgendwo an der Seite? Oh ja, das hinten, das sieht auch gut aus. Wir werden ihnen hier Widerstand leisten. Liefern wir ihnen eine lange Schlacht. Ja, muss mir doch nicht so ins Ohr schreien, Zwerg. Ich höre ganz gut. Die Lage sieht so aus. Wenn wir die 21. Halle verlieren, verlieren wir auch Moria. Die Orks werden bald mit aller Macht zuschlagen. Wir dürfen hier nicht fallen, denn sonst werden wir Zwerge hier nie wieder Fuß fassen. Wenn es sein muss, werden wir uns von den vorderen Barrikaden zurückziehen. Es ist besser, ein wenig Boden aufzugeben, als gute Zwerge zu verlieren. Der Kampf um die 21. Halle... Nach dem Überfall auf Sabbat Gathol bietet Mazok seine Kräfte gegen Durins Volk auf und greift viele wichtige Lager an. Falls die 21. Halle erobert werden sollte, werden Mazoks Orks im Vorteil sein. Seid gegrüßt, Zwerge der Eisernen Garnison. Der Krieg ist über uns gekommen. Die Orks von Mazok, dem Sohn des Bolks, sammeln sich zum Angriff. Falls wir diese Halle nicht verteidigen können sollten, wäre unsere Expedition vergebens gewesen. Die eiserne Garnison würde vertrieben und wir würden diesen Ort für lange Zeit nicht mehr betreten können. Geht nun, verstärkt die Eingänge der 21. Halle, denn dort müssen wir den Feind in Schach halten. Und wo muss ich hin? Okay, wir haben hier verschiedene Barrikaden. Ach, wir müssen erstmal reden. Oh, diese Brüllzwerge. Unsere Verteidigung ist jetzt in Stellung. Nun muss ich euch eure Rolle bei der anstehenden Schlacht erklären. Wahrscheinlich wieder dasselbe. Barrikaden verteidigen und wenn nötig Banner entfalten, aber bitte sparsam sein, denn wir haben nur eine gewisse Menge zur Verfügung. Ja, Papa. Aus Osten. Wo kommen die denn her? Von da oben? Zwergenwache. Wo rennst du hin? Unser Post wurde überrannt. Wir müssen den Feind hier aufhalten. Naja, die kommen jetzt da oben. Herunter. Oh, das sind aber schicke Krieger. Nicht so Gummi-Tarzane, wie vorhin ankamen. Schwacher Krieger von Mazok. Sieht aber stark aus. Die Halle wird brennen. Jetzt nicht mehr. Ich
bin wieder alle auf meine Kräuterfrau. Guter Tank, übrigens. Die Dame. Ein Sapoepeur stürmt auf die Barrikaden zu. Wobei der ist ja der am langsamsten läuft. So schnell rennt der nicht. Der Feind scheint sich zurückzuziehen. Ich kehre zur Frontlinie zurück. Ihr solltet mit Willi sprechen. Ja, wahrscheinlich jede Seite dann einmal, oder? Ja, die ist grün und da ist rot. Ja, okay. Gut gemacht, aber die Schlacht hat erst begonnen. Seht ihr dort? Ein weiterer Kämpfer der Vorhut. Kehrt zurück. Hier schon, oder? Ist das woanders? Müssen wir erst vorlaufen? Und dann kommt wieder einer zurück. Oh, guck mal, hier ist auch verstopft. Wie ist denn das passiert? Ich weiß gar nicht, wo wir hin sollen. Aus dem Süden, da steht's doch dran. Mann, oh Mann. Ich wieder. Kann man die eigentlich mounten? Aufmounten? Nö, wahrscheinlich nicht. Nicht im Scharmützel. Ja, und wo da? Wahrscheinlich jetzt einmal. Ah, doch hier. Okay. Und wo ist der zuständige Zwerg? Wahrscheinlich, weil ich einfach falsch rumgerannt ist und bin und der Trigger irgendwo weiter hier dazwischen ist. Hä? Ah, da kommt er. Der Feind kommt von Süden! Irgendwie finde ich es aber ein bisschen, naja, blöd, dass die alle so auf einem Punkt spawnen. Irgendwie wäre es ja auch ganz witzig, wenn die hier oben runterhüpfen würden oder so, weil sie halt da drüber vorquellen und nicht einfach hier so. Okay, und jetzt kommt wahrscheinlich die Ostseite. Jenseits der Südbarrikade, ein feindlicher Speer. Ich sehe ihn auch. Okum oder so ähnlich. Das nützt ihm aber nichts. Na, das war doch ganz gut hier. Das habt ihr erneut gut gemacht. Ich fürchte jedoch, dass die Orks ihren Angriff nicht so leicht aufgeben werden. Seht, dort ist ein weiterer Wächter. Und jetzt im Westen. Hallo, hier bin ich. Wir werden überrannt. Der Feind kommt von Westen.
Wenn der bis da durchkommt, zündet er wahrscheinlich dann die... die Barrikaden an, oder wie? Pack mal dein Schild weg. Irgendwie leckt's, glaub, gerade wieder. Das, läuft das runter? Oh ja. Kommt doch bestimmt auch nochmal ein blauer. Schreckliches Kreischen erklingt jenseits der Westbarrikade. Da. Vordrowal. Aus dem nördlichen Gang erreicht uns die Kunde, dass der Feind dort einen Angriff vorbereitet. Wir müssen sofort aufbrechen. Der Rest der Vorhut muss sich angemessen um alle weiteren Angriffe auf die 21. Halle kümmern. Beeilt euch, Naya, die Orks greifen gleich an. Folgt mir. Ja, lauf voraus. In die Kammer von Mazabul, okay. Wäre es nicht fatal, den gleichen Fehler in Anführungsstrichen wieder zu tun und sich auch in diese Kammer zurückzuziehen? Oder die Orks, die da drin sind, erleiden vielleicht diesmal das Schicksal. Wäre ja auch möglich. Ja, er läuft weiter. Ja, ja, wir müssen hier kämpfen. Wo ist meine Kräuterfrau? Oh, die kann nicht so schnell. Auf geht's, nicht so tippeln. Weite Schritte. Oder lässt es der Rock nicht zu? Ich werde die Vorbereitungen hier abschließen. Sollte der Gang fallen, wird diese Kammer zu unserer letzten Hoffnung in diesem Gefecht. Ja, das haben schon andere gedacht. Hört, vernehmt ihr die Hörner? Sie kommen. Macht euch bereit. Aber diesmal nicht. Beeilung, verteidigt den nördlichen Gang. Am südlichen Ende des nördlichen Gangs ertönt eine Warnung. Feinde wurden gesichtet. Wo? Da? Ja, nur einer. Oh nein, da kommt noch mehr. Oh, diesmal von unterschiedlichen Richtungen. Wobei, ich glaube, der ist bloß außen rumgelaufen auf der anderen Seite. Vom nördlichen Ende des nördlichen Gangs. Ach du Schande, da muss man auch noch hin und her laufen zwischen. Oder? Ah, hier sieht's gut aus.
Und wieder am südlichen Ende, natürlich. Damit wir nicht fett werden. Wo ist sie denn jetzt rübergehüpft? Die hat den Abkürzung genommen. Vor allem hier so einen Bogenschützen hinzustellen. Der wäre ja besser hier jetzt oben auf so einer Mauer eigentlich. Und natürlich wieder einmal nach oben. Ach, wenn die Zwerge mich nicht hätten. Alleine würden die das nicht schaffen. Wir müssen uns in die Kammer von Masabul zurückziehen. Geh zu Vili zurück und berichtet ihm von unserem Rückzug. Dani Pika, schön, dass du da warst. Danke und ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Da sind wir wieder. Es sieht schlecht aus. Diese Horde scheint von endloser Größe zu sein und wir sind die einzigen, die noch übrig sind. Macht euch für unser wohl letztes Gefecht bereit. Zu den Waffen! Nur noch wir. Ganz Moria ist zwergenleer, nur noch wir. Ich glaube nicht. Der Feind nähert sich. Das Ende scheint sich unabwendbar zu nähern. Ja, für die Orks, aber nur Mods haben. Tod den Zwergen, euer Untergang ist besiegelt. Der letzte Angriff wurde abgewehrt. Ihr solltet zu Vili zurückkehren. Na, war doch easy peasy. Guck mal, die haben nur einen Hanslayer geschickt. Gut gemacht. Leider fürchte ich, dass unser Sieg hier nur von kurzer Dauer sein wird. Die Orks scheinen von fast endloser Anzahl zu sein. Dieses Unterfangen ist wohl zum Scheitern verurteilt. Jahre werden vergehen, bis wir stark genug sind, um diese Hallen zu reinigen. Doch dies ist nicht die rechte Zeit für Furcht oder Kummer. Ihr habt diese Halle am heutigen Tage gut verteidigt. Lasst uns zur 21. Halle zurückkehren und mit den Reparaturen beginnen. Damit wir beim nächsten Mal auch wieder hier einen Scharmützel machen können. Heute ist der Sieg unser! Boah, was ein Schreihals. Was wir euch schulden, lässt sich gar nicht in Worte fassen. Die 21. Halle steht noch und meine Zwerge stehen bereit, um den Unrat zu entfernen, der diese schlummernden Hallen besudelt hat. Was für ein Tag. Aus Rückzug und Schmach entspringen Ruhm und Triumph. Lasst Mazok sich vor den Zwergen von Khazad-dûm niederknien. Das wird er niemals tun. Und Level up. Das ist aber noch ein kurzes Bäumchen. Ein Hobbit-Bäumchen. Sprecht mit Bosi. Diesen Sturm haben wir überstanden. Ich bin sprachlos. Dank eurer Hilfe sind wir am Leben geblieben. Doch was ist, wenn die Orks zurückkehren? Was sie ganz sicher tun werden. Wir können ihnen nicht ewig standhalten. Es sind einfach zu viele. Oh, guck mal, das ist doch ein schickes Höschen, ha? Huh? Finesse, ja, wir nehmen das hier.
Boris' Angriff auf Masoks Festung endete tragisch. Die meisten Zwerge wurden getötet und Bori selbst mit Siegelberg in seinem Besitz gefangen genommen. An anderen Orten in Moria schlugen die Zwerge nur knapp den Vergeltungsschlag der Orks zurück. Ein weiterer Angriff könnte dem Volk Durins zum Verhängnis werden. Alleine schaffen wir es nicht! Wir brauchen neue Verbündete! Tja, aber ich glaube nicht, dass er die Axt noch in Händen hält. Die haben sie ihm bestimmt abgenommen. Ja, dann gucken wir mal. Ich denke mal, dass er jetzt vielleicht nach den Elben rufen wird. Mal sehen.